Und somit willkommen zu einer weiteren Runde Metro Exodus. Dann geht's mal weiter. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja. Das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stefans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Ich kann euch ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillen... Also ich würde ja gerne was sagen, aber die haben ja so viele... Konversation untereinander. Wenn der Fall so klar ist, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass Sie sich nicht nur um Ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom Ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu besprechen. Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt, wenn wir diese Arche finden? Nein. Aber wenn du einen besseren Vorschlag hast, schieß los. Ah, wir haben es gefunden. Ja. Wir müssen für die Menschen aus Moskau einen besseren Ort finden, so wie Artyom das immer vorhat. Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt.
für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinns, gibt es dort alleinstehende Frauen? Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer? Ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora! Oh, schönes Schnäpschen, das tut gut. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jawohl, Volldampf voraus. Jawohl, Volldampf voraus. Oh, was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Ja, das ist ja... Setzt ihr die Reise fort oder der Kunde weiter in den Zug? Ja, ich würde auch sagen, wir reisen erstmal weiter, weil im Zug rumzulaufen hatte ich jetzt keine Lust zu. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht von der Story her. Aber ich glaube, es macht auch wenig Sinn, da immer so zwischen zu labern, wenn die so viel Kommunikation haben. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Ja, das kann ich auch nicht voraussagen. Schauen wir mal, würde ich sagen. Ich hoffe nur, dass es hinterher Frieden gibt, weil das hört sich so an, als wenn der Krieg ist noch nicht vorbei und die rüsten wieder auf. Also, das wäre nicht so schön. Ist das jetzt ein Absturz oder sind das die Ladezeiten? Gute Frage. Ah, das waren die Ladezeiten. Aber teilweise ruckelt das ganz schön. Ich wundere mich immer so ein bisschen. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau lebend zu erreichen?
Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Ach du Scheiße! Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! Alles klar bei dir, Artyom? Verdammt! Die haben einen Zylinder durchlöchert! Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein! Wir hängen fest! Oh, oh. Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Wir hatten nur Lumpen. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom, ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen? Zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Yermak, wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir den Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Okay, Bartana, ich darf... Mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Stepan, Damir, sichert den Umkreis. Jawohl, du kundschaftest die unmittelbare Verstanden. Umgebung. Idiot, du gibst ihm von der Aurora aus Feuer. Jawohl. Sam und Alyosha, ihr bleibt in Reserve. Jawohl. Okay, mit M können wir uns Karten angucken. Das würde ich dir schon sagen, Sam. Schluss mit dem Gerede. Okay, dann müsste ich ja hier irgendwo aussteigen können. Handbuch ist da schon drin. Es sind jedoch keine Materialien drin. Du musst dir also selbst welche suchen. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Wow, das sieht ja richtig gut aus. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur jo, wir bleiben erstmal bei dem Gewehr. Seid bloß vorsichtig da draußen. Sieht aber geil aus und auch richtig so nach schöner Natur. So, gucken wir mal auf die Karte. Hier müssen wir rüber. Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Vielleicht arbeiten sie für den Feind, sind versklavt oder so. Was ist das hier? Können wir hier rein? Ah, das war klasse. Nö. Hier ist auch alles eingefroren. Wir müssen zusammenbleiben. Oh, wir können jetzt den Spielstand speichern. Das ist ja schon mal gut. So. Neues. Ist doch schon mal richtig hier. Müsste dann ja hier sein. Ne.
Wo ist das M? Ja, dann komm ran hier. Wir haben die Karte. Auf der Karte steht alles drin, wo wir hin sollen. Tja, das ist eine gute Frage. Was werden wir hier finden? Fast nur Boote. Okay, Artyom, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Ich rufe dich, wenn ich so weit bin. Ach du Scheiße. Also, Beinbruch. Ja, die Kirche ist ja da, die sehe ich auch. Aber die Viecher machen mir ein bisschen Sorgen. Muss jetzt hier einmal rumschippern. Oh, sind ja überall Viecher, ey. Das gefällt mir ja gar nicht. Oh, anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ja, ich sehe sie, ja. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Okay? Technologie ist eine Sünde! Friede sei mit dir, Reisender. Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und sieh das Licht der Wahrheit. Wir sind friedliche Menschen. Stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Und... ich glaube, wir müssen hier in den Tunnel rein. Aber mein Boot gehorcht nicht so, wie ich das möchte. So, jetzt. Oh, die leben aber sehr anachronistisch. Aber wie kann ich denn hier aussteigen? Ah. Bleibt ruhig, Brüder und Schwestern. Der Ketzer sitzt in der Falle. Denn so will es der Herr. Schon bald werden unsere militanten Brüder. Komm schon! Und das Urteil des Herrn wird vollstreckt werden. Das ist der Mann, Mama. Der von dem Zug. Er ist hier, um uns zu retten. Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja, die Brückenbewohner sprechen nicht einmal mit Ketzern. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Oh, das ist die Brückenwache. Silantius hat sie ebenso genaht wie die Bewohner hier. Die Brückenwache hat allerdings Waffen. Lauf, hier geht's lang. Und am Dock liegt ein Boot. Wir haben hier auch eins, aber es ist zu klein für uns. Artyom, sie hat recht. Wir sind
Greta retten, keine Sorge. Da bin ich ja mal gespannt. Er kam mit dem Boot während der Predigt. Und dann? Naja, er war einfach da und dann verschwand er irgendwie. Genau wie Vater Silantius gesagt hat. Alarm, Alarm! Er wurde vom Teufel geschickt. Was ist das, Brüder? Atjom, solange du drinnen bist, kann ich dir keinen Feuerschutz geben. Ich treffe mich dann jetzt mit der Frau und dem Kind. Ich bin sicher, dass du das hinkriegst. Das glaube ich auch. So viel könnte es ja nicht sein. Weil wenn die mit dem Boot gekommen sind. Wie viele Leute sind denn da, die angeblich nur mit dem Boot gekommen sind? So. Ich nehme mal die Plempe, die ist besser. So, ist jetzt hier Ruhe? Die Frage ist, wo geht's denn jetzt lang? Mal gucken wir mal auf die Karte hier. Nö. Nö, Tür geht nicht auf. Schade, dass die jetzt vor mir Angst haben, weil ich will denen ja nichts Böses tun. Ach, da kann ich nur das Licht ausmachen. Aber ist ja nicht mehr nötig, weil wir haben ja alle erledigt. Also von daher. Aber trotzdem ja irgendwie ein Ziel finden, wo ich langlaufen muss. Kann der nicht schwimmen oder was? Oh nee, ne? Das gibt's ja gar nicht. Der wird ja wohl schwimmen können. Mann, 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 Mann. Springt man mal ins Wasser, ist man gleich tot, ey. Mal gucken, was er jetzt lädt. So, hier sind wir jetzt gelandet. Ich wollte gerade sagen, du mich auch, aber... Ist schon gut, ich ergebe mich!
Okay, ergibt sich. Hey, man sagt, du betest den Teufel an. Nein, mach ich nicht. Kannst du mir das beibringen? So, haben die sich jetzt hier wirklich ergeben? Ein Köder gefunden, drücke C zum Werfen. Wie soll ich jetzt hier angeln, oder? So, ist jetzt die Frage, wo es jetzt weitergeht. Okay, wir lassen das Boot herunter. Super. Kann ich wieder paddeln, aber wo paddel ich denn hin? Alles klar bei dir? Schade, dass du es nicht heimlich und ohne Blutvergießen geschafft hast. Jetzt werden sie uns noch mehr hassen. Ja. Na gut, Artyom, Katja und Nastja sind jetzt bei mir. Wir sehen uns an Bord der Aurora. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du geradewegs dorthin rudern. Okay, geradewegs. Gucken wir mal. Ja. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir rudern mal weiter. Artyom! Hier! Oh Mann! Alter. Ja, das war's doch auch schon wieder, oder? Ich konnte doch vorhin noch nicht mal schwimmen. Ah, okay, super, er hat mir geholfen. Was zum Teufel war das? Ein Wal? Der ist verdammt riesig. Das stimmt. Was mich wundert, warum das Spiel so ruckelt, was denn da los? Und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Du hast die Besatzungstruppen nicht gerade friedlich mit heiligem Kreuz und Gebet unterworfen. Anna hat bereits von dem Kult berichtet. Wie wäre es, wenn wir Plätze tauschen? Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen zu haben. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Da habe ich wohl Pech gehabt. Warum bekommen alle anderen immer die tollen Einsätze? Der Oberst kritisiert dich und so, aber gibt dir trotzdem die besten Aufgaben. Zeigt er dir so sein Wohlwollen oder versucht er dich umzubringen? Aber ich finde das nicht fair. Da werde ich aus Moskau gezerrt. Und wofür? Um den Ofen zu befeuern und mit einem albernen Fernglas im Matsch zu hocken? Naja, ich muss sagen, meine Aufgaben waren nicht gerade gut. Also, ich bin ein paar Mal fast gestorben. Lass mir da einfach was liegen. Ich vermute, ich werde länger bleiben müssen. Okay. Jo, hier geht's lang. Thank you.
Jetzt brauche ich wieder meine Atemschutzmaske. Ich denke, die brauchen wir da nicht. Ja, seltsam. Ich denke mal, wir sollten jetzt hochgehen und dann würde ich sagen, reicht's auch erstmal. Du lebst. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Wie ist sie denn hierher gekommen? Ist sie geflogen oder wie? Sie war da oben im Turm und ich bin mit dem Boot abgefahren. Sowohl Katja als auch ihre Tochter. Und Katjas medizinische Ausbildung könnte nützlich werden. Danke für die Informationen, Katja. Das ist ja seltsam. Ich habe noch eine Frage. So, was haben wir denn hier? Schnelle Speichern. Natürlich. Das haben wir abgespeichert. Ich würde sagen, es reicht auch erstmal. Eindruck haben wir auch erstmal gewonnen. Wir spielen es auch nochmal weiter. Lasst mal einen Daumen da und abonniert den Kanal. Ich werde mich nochmal darum kümmern, dass es halt nicht so extrem ruckelt. Wundere mich auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil so extrem ist ja die Grafik nicht. Naja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.